Am frühen Samstagmorgen des 3. März wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Glauchau zu einem Laubenbrand in die Meraner Straße gerufen. In der Kleingartenanlage Adlerwiese standen zwei Gartenhäuschen in Flammen. Sofort leiteten die Kameraden der Glauchauer Feuerwehr massive Brandbekämpfungsmaßnahmen ein. Das Feuer konnte dadurch nach kurzer Zeit gelöscht werden, jedoch blieb von den Lauben nicht viel übrig. Personen wurden nach Angaben der Behörden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bereits vor kurzem hatte es in dieser Gartenanlage schon einmal gebrannt.